Hallo zusammen und willkommen. Rosa Florum Regina, die Rosa als Königin der Blumen. So schön wie die Rose auf Lateinisch klingt, so prachtvoll ist sie in der Natur. Bevor man sie gebührend aufmerksam behandeln kann, muss man sie aber erst einmal gezüchtet haben. Die konventionelle Art der Vermehrung ist relativ einfach und findet in großem Umfang im Gewächshaus der Gärtnerei statt. In unserem heutigen Video geht es weder um den herkömmlichen Vorgang des Nachziehens noch um eine innovative Art der Vermehrung. Es geht eher um eine alternative Methode. Deshalb wird sie auch oft diskutiert und ist entsprechend streitbar. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Rosenliebhaber jedenfalls schwören darauf, einen Steckling mit Hilfe einer rohen Kartoffel aufzuziehen. Es macht schließlich Spaß, das langsame Wachsen und Gedeihen zu beobachten. Klar, du kannst das auch auf herkömmliche Art in Blumenerde oder Aussaaterde draußen im Garten durchführen. Allerdings ist die Kartoffelmethode besonders reizvoll für Gießmuffel, denn die Knolle ist ein natürlicher Wasserspeicher. So kannst du das Gießen getrost einmal vergessen, ohne dass das Gewächs deswegen verdursten muss. Was aber benötigst du nun zur Vermehrung von Rosen mit Hilfe einer rohen Kartoffel? Du benötigst natürlich den Steckling, eine große rohe Kartoffel, Aussaaterde oder übliche Blumenerde, einen möglichst großen Topf, eine transparente Wasserflasche, einen hellen, warmen Standort, jedoch keine direkte Sonneneinstrahlung und natürlich viel Geduld. Und so gehst du nun bei der Bepflanzung vor. Du wählst eine frische, große und möglichst ovale Kartoffel aus, die noch keine Keime gebildet hat. Dann bohrst du in die längliche Seite ein Loch bis etwa zur Mitte. Auf keinen Fall durchbohren. Der Durchmesser des Loches sollte etwas kleiner sein als der des Ablegers. Dann sitzt der Stängel fest verankert in der Kartoffel. Präpariere einen gesunden Triebteilsteckling, indem du die Triebspitze ca. 1 cm oberhalb eines gesunden Blattes abschneidest. Du schneidest in einem Winkel von ca. 45 Grad, damit der Querschnitt größer wird und somit der Kontakt zur feuchten Erde. Die abgeschnittene Spitze kannst du dann entsorgen. Als nächstes entfernst du alle Blätter. Das oberste kannst du dran lassen, weil es möglicherweise das Wachstum deines Zöglings fördert. Wenn du mehrere Ableger als Basis für Fortpflanzung nutzen möchtest, lässt du die Blattstiele stehen. Sie dienen dir dann als Schnittstelle für die weiteren Triebteile. Die Stecklinge sollten mindestens 10 cm lang sein. Idealerweise hast du 3 bis 4 Augenpaare stehen lassen. Mindestens das untere Paar, im Idealfall nimmt man 2 Augenpaare, kommt dann in die vorbereitete Kartoffel, wo sich die Wurzeln zu entwickeln beginnen. Der Rosentrieb sollte zu einem Drittel in der Aussaaterde vergraben sein. Danach durchdringend wässern und an einen warmen Ort stellen. Die oberirdischen Augenpaare treiben später aus, wenn du alles richtig gemacht hast. Wenn diese Schritte ausgeführt sind, kannst du eine herkömmliche transparente Wasserflasche halbieren und über den herausschauenden Rosentrieb in die Erde stecken. Der Schraubverschluss der Flasche sollte natürlich oben sein, wo er als Be- und Entlüftung dient. Dazu muss der Verschluss ab und wieder draufgeschraubt werden. Das hat den Nutzen, dass der Zögling genügend Luft abbekommt und sich kein Kondenswasser bilden kann. Diese kleine Konstruktion kann als Schutz vor einer schnellen Verdunstung des Wassers fungieren. Auf jeden Fall simuliert sie ein kleines Gewächshaus und sorgt für ein besseres Klima. Die Kartoffel dient lediglich als Wasserspeicher. Sie verfügt über keinerlei Nährstoffe, die sie an den Steckling liefern könnte. Komplett blattlose Triebe brauchen keine Plastikflasche als Schutz vor Verdunstung. Wo keine Blätter sind, da kann auch nichts verdunsten. Unser kurzes Fazit. Die Kartoffelmethode ist nicht besser als die herkömmliche Art und Weise der Vermehrung von Rosen. Auf jeden Fall kommt der oft zitierte grüne Daumen ins Spiel, gepaart mit etwas Glück. Eine Vermehrung funktioniert auch unter bestimmten Voraussetzungen im herkömmlichen Blumenbeet draußen im Garten. Allerdings geht es hier um den Spaßfaktor, das Mini-Gewächshaus zu basteln.
Auch das Wachstum und Gedeihen der Triebe zu verfolgen ist höchst interessant. Über das Wunder der Natur kann man nur staunen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.